Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Samstag mit Paul, Ege und Uwe im Geldschenkers-Projekt. Hallo. Hallo. Diese theatralische Pause. Aha, weil man überlegen muss, wo bin ich eigentlich gerade? Was mache ich hier? Ja. Willst du noch eine vierte Reihe drauf machen oder fährst du weg? Wenn man jetzt den ausfahrbaren Frontlader von Stoll hätte, Paul. Boah, Alter, bleib mir weg mit der Scheiße. Ja, wieso ist doch nichts Schlimmes? Alter, guck mal, wie langsam sich das Ding bewegt. Das habe ich mir nicht angeguckt. Kannst du ja tunen. Vor allem, weißt du, jetzt hast du nachher, das hat zwei Zylinder, die synchron und, oh je, nee. Muss oh, noch nee. Zusätzliche Steuergeräte haben. Oh nee. Da musst du fünf Tasten gleichzeitig drücken und so Scheiße. Nee. So viel Knöpfe. Und vor allem, wenn Frontlader halt diesen Knick, den er ja drin hatte, weiß immer ganz genau, wie der Knick steht und wie das dann sich verhält. Also, Hast den Knick in der Linse und dann... Mag ja schön und gut sein, wenn jemand sich keinen Telelader leisten kann oder nicht einsetzen kann oder so, aber... Nee. Aber jetzt hier für zum Ballenstapeln? Ja, aber das bringt uns ja nichts, weil die obersten werden ja dann eh nicht attached. Ah ja. Ich schaff's ja mit dem Frontlader schon so hoch zu stapeln, dass sie nicht mehr attached werden. Ja, liebes Giants, wir hätten gerne längere Gurte. Genau. Gurte. Bitte 12 Meter lang, nicht nur 10. Mobile Rampen, damit man noch höher stapeln kann. Oh ja, mobile Rampen wären es halt auch total, ne? Also die würde ich wirklich fühlen. Hinstellen, dann kannst du auch zum Beispiel ordentlich mit einem Popcat mal Mist verladen. Zu Mist verladen brauchst du ja keine mobile Rampe, da kannst du eine stationäre nehmen. Auf dem Feld? Also willst du auf dem Feld Mist verladen? Mit Popcat. Ja, eben. Warte. Merkst du schon in sich, dass das nicht so wirklich gut ist? Naja, bei der mobilen Rampe stellst du einfach den Bobcat auf die Rampe zu, dass du fährst und fährst mit der mobilen Rampe. Ja, ganz, nee. Aber so ähnlich. Wieso läuft Paul da auf dem Feld umher? Ja, nichts zu tun. Ah, oh, schnell weg. Tja, wie ein Blitz. Als wenn er das gehört hat, hätte das sie was. Als wenn er auch mal arbeiten kann. Ja. Nur weil du mal kurz verschnaufen kannst, weil Uwe weg ist, ne? Ha! Ducky? Paul? Lass den Ball liegen. So wie Iggy die Schwatt? Ja, korrekt. Die war zu breit. Ausreden. Ist das hier das Ballenballett? Ich wollte gerade sagen, das glänzt schon wieder hier. Du bist schneller als ich. Warte, noch 20%, dann nicht mehr. Meinst du, ich soll neben mal den IBC-Tank da wieder hochbringen? Ich denke mit der Umgabel. So.
das geht nicht über das Frontmehrwerk hinaus. Ja, habe ich dann auch gerade festgestellt. Also, das war gerade dieses... Ach so. War was. Ja, stimmt hier noch nicht. Da war ja was. Du hast jetzt eine andere Aufgabe. Ich? Ja. Eine viel wichtigere Aufgabe. Ja, ich muss gucken, ob ich den IBC-Container da vorne raufkriege. Ach, geh heim. Ich mach das nachher. Alles gut. Nein. So viel Zeit muss sein. Wir haben keine Zeit. Okay. Uwe, du kannst im Prinzip an den Hof gehen und dich aufs Rübenfahren vorbereiten. Soll ich den was ich hinten dran hab, zum Hängen konfigurieren? Nee. Wir haben eigentlich genug Fahrzeuge. Ah. Wir konfigurieren lieber den Junkari wieder um. Okay. Soll mit Migi das doppelt gesponnen lassen oder geben wir ihm einzelnen? Wir haben genug. Wir haben unten noch den großen Orangenrübenfahrer und den Junkari dann nachher gleich. Okay. Ich muss erstmal tanken. Gleich. Oder du tauschst hier kurz aus bei mir und fährst den Anhänger schon mal weg. Dann kannst du unkonfigurieren und dann könnt ihr drüben machen. Dann lade ich den Rest wieder auf den kleinen auf. Kann ich auch machen. Also, wie weit bist du? Wo bist du gerade? Ich bin komplett anders vorbei. Ach ja, also dann bietet sich das ja an. Nochmal hier hochdruckern. Ja, jemand kann ich's auch machen. Nee, alles gut. Ja, gut, bis Ducky dann so weit ist. Ich glaube, der ist schnell weit. Vor allem ist er schnell voll. Mhm. War einfach mit dem Deutz drüber. Er ist schon wieder dran vorbeigefahren. Ist wieder bei der BGA oben, oder? Jep, aber hinten dran. Naja. Ich hab eine Hauswand gefunden. So, dann nehme ich den Junkari mit. Iggy? Ja? Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Was? Ballen aufstellen. Das ist beim Vorwärtsfahren passiert, da habe ich nichts dran gemacht. Ich bin nicht rückwärts gefahren. Du kriegst wirklich eine Woche Aufnahmeverbot. So. Schlimm, ne? Ja. Gott, da fährt schon wieder das Förderband rum. Och nee, nicht noch mehr. Ich bin weg. Warte kurz, ich setze hinten noch zwei drauf. Oh. Ich könnte ihn schwarz machen für 5000. Darf ich ihn schwarz machen für 5000? Mach doch, wenn es dir Spaß macht. Erst kriegen wir dieses Teil zum Saubermachen an den Hof. Ja, das machen wir jetzt. Das kriegen wir auch. Dreckig hier alles. Schade, durch das Konfigurieren hat er nicht mehr Tank bekommen. Komisch. Versuch was wert. Mhm. Fühlen Sie sich verfolgt? Nein. Gucken, ob ich wieder rauskomme rückwärts, weil ich muss ja noch tanken. Nee, ich fühle mich nicht verfolgt, aber mein Foto hängt überall. Da kommt ein Schweizer. Nee, ein Wiener. Alter, fährt der Schlangenlinie. Der LKW ist leicht überladen.
Kannst du ja mal fragen, ob sein Monitor gerade auch ausgegangen ist. Mit den Touren habe ich es heute, ne? Ach, hier steht doch ein Abfahrgespann. Ja, aber nicht für Rüben, das geht scheiße zum Trage fahren. Bist du schon soweit? Nee, noch nicht ganz. Ich musste gerade essen. Hängst du wieder an dem Tor? Nee. Da war ein Gewicht im Weg. Bin auf einem Gewicht hängen geblieben. Die ist auch gleich fertig, da kann sonst auch kurz zu dir kommen. Ich dachte, ich sollte dreschen. Die Rüben sind wichtiger. Die Dreschung ist auch wichtig. Ja, Dreschen ist aber in 5 Minuten erledigt. Das fällt nicht. Und zack. Aber ist auch du wichtig. Du warst schon 3 Minuten dran. Das ging ja noch 6. Aha. Ja, aber kurz den Abfahrgespann rüberstellen, ja. Das können wir machen. Das kann ich auch selbst gleich, alles gut. Du hast aber keinen Traktor. Da ist ein Deutz. Nein. Es geht doch nur das Gespann rüberfahren. Beziehungsweise den Anhänger rüberfahren. Nein. Oh. Jetzt mal nicht so schnell zurückgesetzt. Ja, gucken, dass du hier wieder weiterfahren kannst. Hättest du auch stehen bleiben können. Ja, nee. Muss ich ja warten, bis du vorbei bist. Eine Silage-Mission ist noch da. Nein. Oh. Wir müssen am Hof auch noch ganz viel Silage machen. Soll machen, wer will. Abgeschlossen. Und wir sind gleich gemacht. Noch nicht abgeben. Ah, da kommt ja noch mal einer raus. Ja. Okay. Mhm. 40 in Ballen anspießen ist nicht so lustig. Schießt gleich weg. Er fliegt dezent durch die Luft. Ja. Würdest du im realen Leben auch nicht tun? Doch. 40 in Ballen anspießen. Habe ich schon gemacht. Der arme Ballen. Der B-Traktor doch gar nicht. Hallo? Außerdem hat er keinen Frontlader, den würde ich nicht verschandeln. Oder John Deere. Ah ja. Und mit dem Rahmen habe ich es auch schon gemacht, aber das ist nicht. Boah, ist das ein großes Feld? Nicht groß. Da steht mitten im. Auf der Straße ein Gewicht. Ja, das habe ich auch schon erwischt. Warum stellst du es da nicht weg? Weil ich vom Feld musste, weil Rübenroden wichtiger ist. Ach so. Okay. Deine Worte. Ja, alles gut. Liegst du noch alles drauf, Paul?
Ja, ja, alles gut. Du kannst den Yukari umkonfigurieren und Sodaki fahren. Jo. Aber bitte maximal den 17.000er Aufbau, ne? Sind alle jetzt umsonst. Ja. Egal, die kosten nicht so viel. Was kommt her, ihr Anhänger? Kommt her, ihr Anhänger? Was? Aha. Daki, bist du jetzt echt mit dem Deutz darüber gefahren? Ja. Oh. Den darf irgendjemand heimfahren, ist mir egal. Oder wir lassen ihn da stehen. Ah. Okay. Einfach ein bisschen flexibel sein, Paul. Ich fahr das Ding nicht nach Hause. Ist denn so? Der will auch lieber. Ja. Aber ich habe da schlechte Erfahrungen mit dem Ding. Vor allem mit vollen Anhängern. Hast du schon reinfahren, Daki, oder ist das noch ein Problem da? Du, hier ist Platz. Das ist ein Riesenfeld. Naja. Oh, ich bin voll. Wäre andersrum gefahren, aber... Bleib doch da einfach so stehen, ich komme zu dir her. Wollt eigentlich nur drehen. Weiß. Damit ich dann in den Anhänger machen kann, wo schon was drin ist, damit wir hier nicht drei Anhänger voll haben. Okay. Lass uns den Deutz einfach als Puffer stehen, wenn gerade keiner da ist. Wo ist mein Dritter? Geht mitten im Gras eine Setzlingpalette ein. Wo bist du denn unterwegs? Bei uns auf dem Hof. Wo steht denn eine Setzlingspalette? Hinter unserem Misthaufen, wollte ich gerade sagen. Wie heißt der Haufen nochmal da? Steinhaufen? Steinhaufen, genau. Ja, die ist da irgendwie mal runtergeflogen, ich weiß nicht warum. Hm, runtergeflogen. Ja, da waren mal zwei auf der Legemaschine, keine Ahnung warum. Ein Uwe. Jo, glaub der Verkehrsseite. Ja. Alles gut. Noch ein bisschen eng.
Wo willst du rein? Ja, jetzt frecherweise so vor den Deutschen einfach gefahren. Ja, geht? Nein, geht nicht. Aber noch ein Stück vor, warte. Gleich rückwärts weg. Ja, wie es hier weitergeht beim Roden, seht ihr beim nächsten Mal wieder. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mögt, dann am Sonntag zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.